Freunde, willkommen zurück zum nächsten Video. Mal wieder ein Playeritics-Video meinerseits. Sorry, dass es zu spät kommt, ne? Aber Tim hat ja diese Woche auch schon eins hochgeladen. Ich will gar nicht lang quatschen. Wir starten mit dem ersten Spieler. Und zwar ist das der Torwart. Und zwar ist das Forster von Southampton. Aktuell mit einer 75 angesiedelt. Bei einem Makel von 12 Millionen. Hat einen Inform gekriegt mit einer Stärke von 77 und die Saison über 41 Spiele gemacht, davon nur 35 Gegentore kassiert und 18 Spiele ohne Gegentor gestaltet, finde ich persönlich für einen Torwart, den man sonst eigentlich so gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man über Torhütern in der Barclays spricht, finde ich das schon extrem gut. Ich gebe ihm deshalb bei FIFA 16 eine Bewertung von 76. Sein Diving und sein Handling geht hoch, sein Kicking geht um einen hoch, Reflexe geht auch hoch, Positioning geht auch hoch. Teils um 1, um 2. Hab das alles ein bisschen angepasst, alles auf eine 76. Ich wollte ihn jetzt nicht zu einer 77 machen, hat aber jetzt keine speziellen Gründe. Ich denke mal, der Informer hat eine 77. Ich denke mal, mit einer 76 treffen wir uns da ganz gut in der Mitte. Hat eine super Saison gespielt, ohne Frage. Ist die Frage, ob es für eine 77 reicht. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass EA sagt, komm, hauen wir mal einen raus, knallen wir eine 78 rein. Ne? Ist ja gar kein Ding, wir können es ja. Ich habe jetzt auf eine 76 eingestuft, aber mit großem Potenzial eventuell auch schon eine 77 bei FIFA 16 zu werden, hat er sich auf jeden Fall dieses Jahr verdient. Der nächste Spieler in unserem Quartett ist der Innenverteidiger, und zwar Jonathan Tah. Vom jetzt aktuell wieder HSV, war die Saison über ausgeliehen zu Fortuna Düsseldorf, hat einen aktuellen Marktwert von 4 Millionen, hat in der zweiten Liga und im DFB-Pokal 25 Spiele gemacht und dabei eine Torvorlage erzielt. Einer der großen Innenverteidiger-Talente aktuell in unserer U19 der deutschen Nationalmannschaft, sehr in Wechselfurore eingebunden, geht er, bleibt er, das weiß irgendwie noch wirklich so keiner. Ein Tag heißt es, er möchte weg, den anderen Tag heißt es, HSV plant mit ihm, dann heißt es wieder, sie wollen ihn verkaufen, dann heißt es wieder doch nicht und dann heißt es wieder nur für die Ausstiegsklausel, die übrigens 15 Millionen beträgt. Es bleibt also, es bleibt spannend im Fall Tah, was nun tatsächlich aus ihm wird. Ich habe ihn aber, einfach da ich ihn jetzt schon ein bisschen underrated finde, er hat vorletzte Saison beim HSV noch gespielt, hat da super Spiele gemacht und da fand ich seine 68 jetzt schon ein bisschen zu wenig. Habe ihn jetzt auf eine 70 gestuft, denke mal, da kann man sich ganz gut treffen, sein Pace um einen geupgradet, sein Schuss und sein Passen um 3 bzw. 4 geupgradet. Dribbling ein bisschen hoch und Defense hoch und Physicals ganz wichtig, ganz hoch genommen. Er ist einfach ein Tier, wenn man ihn mal spielen sieht. Seine Stärke ist einfach überragend. Denke mal mit einer 70, kann aber auch sagen, na gut, vielleicht eine 69 ist auch drin. Dann geht man halt bei so ein paar Werten ein bisschen runter. Schätze mal, eine 70 ist für Jonathan Tah ganz realistisch. Gerade da er auch wieder zum HSV zurückkommt. Und ich schätze mal, wenn der HSV jetzt nicht nur großartig shoppen geht, dass er sogar einige Chancen hat, in der ersten Mannschaft zu spielen. Kommen wir nun zum Mittelfeld und wie kann es anders sein? Wir treffen uns bei Kevin De Bruyne. Das hat auch ein Zuschauer im letzten Video vorgeschlagen. Habe ich gesagt, komm Freunde, das nehme ich, das mache ich, gar kein Problem. Mein Liebling in der Bundesliga, Kev De Bruyne. Was eine pervers geile Saison. Sein aktueller Marktwert liegt bei 35 Millionen. Sein Upgrade hat im Winter eine 83 gekriegt, hatte davor auch schon ein 81er und 82er Inform, bin ich der Meinung. Ein 82er und 83er Inform, die zum 84er und 85er Inform geupgradet wurden mit seiner normalen Standardkarte. Dazu noch zwei Man of the Matches und eine hochverdiente 92er Totzkarte. Bei 51 Spielen, wettbewerbsübergreifend, letzte Saison hat er 16 Tore erzielt und 28 Vorlagen geschossen. Ich glaube, er war an rund 70-80% der Wolfsburger Tore beteiligt. Heißt, ob er nun den dritten oder vierten Pass geschlagen hat. Aber er war immer irgendwie da. Hat so ziemlich alle Spiele gespielt. Ein überragender Spieler. Deshalb gebe ich ihm für FIFA 16 eine 85. Sein Pace auf 80 hoch, sein Schuss auf 83, sein Passen auf 83, sein Dribbling
auf 86, sein Defending nochmal 2 hoch und sein Physics nochmal 1 hoch. Ich denke mal, wenn die Karte annäherndweise so gut wird, ja, dann wird das echt ein Hammerspiel, aber er hat auf jeden Fall ein Upgrade verdient. Und durch seine ganzen Special-Karten und sein schon erfolgtes Upgrade im Winter schätze ich einfach mal, dass er wieder auf eine 85 geht. Der Typ hat echt rasiert letzte Saison, der hat sich echt verdient. Mit einer der besten Spieler der Bundesliga aktuell. Und zu guter Letzt, auch auf Wunsch eines Zuschauers in den Kommentaren, Yusuf Paulsen, die jetzt ja schon quasi Legende unter FIFA-Spielern, wenn man so will, bei RB Leipzig angesiedelt, hat aktuell einen Marktwert von 2,5 Millionen, hat bei FIFA 15 eine Karte mit einer 67 gekriegt, eine bis auf Pace und Physik eigentlich eine durchschnittliche Silberstürmerkarte für sein Rating. Hat in der letzten Saison 32 Spiele wettbewerbsübergreifend gemacht, 12 Tore erzielt und 4 Vorlagen gegeben. Auf seiner Leistung sage ich jetzt einfach mal, er wird um 2 geupgradet auf eine 69. Pace habe ich gelassen, Schuss habe ich ordentlich hochgemacht um 7. Ich schätze einfach mal, für einen Stürmer, der 12 Tore macht, 4 Vorlagen macht, ist ein Schuss auf jeden Fall erforderlich dafür, für diese Tore auf jeden Fall. Deshalb habe ich gesagt, komm, eine 68 ist, glaube ich, realistisch. Passen auch nochmal um 3 hochgemacht auf eine 58. Dribbling 1 angesetzt. Defensive aufgrund seiner Physikwerte einmal nochmal angesetzt. Und Physik auf eine 79 gesetzt, da einfach auch so im Spiel sehr ballbestimmend ist und auch sehr viel Spielraum einnehmen kann, den Ball auch festmachen kann. Deshalb denke ich mal, da auch ein bisschen im Physik ein Upgrade gekriegt. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Kommentare immer unter den Videos. Gerne wieder Vorschläge, auch gerne mal international, muss nicht immer Bundesliga sein, immer mal reinhauen, was so geht, Freunde. Ich bedanke mich, das nächste Video seht ihr dann wieder von Tim. Und dann bin ich wieder dran, wir wechseln uns immer so schön ab. Ich habe auch schon noch ein, zwei in Hinterhalt. Aber auch das, was ihr, eure Kommentare haben immer Vorrang. Also das, was ihr reinhaben wollt, schreibt es uns und wir werden es tun. Also bis zum nächsten Video. Tschüsschen.